Ein torfreier Moortümpel, kann das gut gehen? Gute Frage, nächste Frage. Was habe ich hier gemacht? Das seht ihr dann gleich. Nochmal danke an den Matze von Green Jaws für die Vorstellung verschiedener Elemente oder Mittel, die man in so ein torfreies Moorbeet reintun kann. Das Mischungsverhältnis ist ausprobiert. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Wir werden es sehen. Das Experiment mit dem Kokos ist eigentlich auch ganz gut. Fängt jetzt an abzutrocknen. Ich habe es vor 2 Tagen, glaube ich, angelegt. Nicht komplett durchnässt. Also das könnte vielleicht tatsächlich als Moorersatz funktionieren. Bin gespannt. Ja, nach 3 Tagen Extremhitze, immer noch feucht. Hat also gut geklappt, nachdem ich noch mal eine Stufe feuchter gemacht habe. Ich denke, ich werde das mit dem Moor jetzt versuchen. Und hier soll mein Moor hinkommen. Mir jetzt überlegt, ob ich 1 oder 2 Wassertanks nehme. Aber weil ich mir halt doch immer noch mit der Saugfähigkeit unsicher bin, glaube ich, dass ich es eher so mache, dass ich 2 Wassertanks reinmache, sodass das Wasser an allen Seiten gleichmäßiger verfügbar ist. Als nächstes werde ich jetzt die Töpfe seitlich noch anbohren. So, die Löcher sind jetzt reingebohrt. Und jetzt geht's ans Mischen. Und mein Hauptproblem ist nach wie vor, in welchem Mischungsverhältnis mache ich das? Ich weiß, ich brauche Pinienrinde, dass es schön sauer wird. Ich weiß, ich brauche Kokos für die Saugfähigkeit. Und der Matze von Green Jaws, der verwendet ja auch immer Perlit. Also würde ich wahrscheinlich auch Perlit reintun und Sand. Aber er macht Perlit zu Pinienrinde eben 1:1 und da würde ja mein Torf auf der Strecke bleiben. Ja, spannend. Also am besten Pi mal Schnauze. Ne, ich denke, ich werde gucken, dass Pinienrinde und Kokosfaser in einem guten Verhältnis ist und dann der Rest dazu kommt. Die Zutaten sind drin. Viel Pinienerde, viel Kokosfaser. Mit Sand. Jetzt geht's halt ins Suchen. Wenn diese Mischung dann gut durchgerührt ist, kommt sie rein und ich glaube, ich werde heute dann auch aufhören und erstmal beobachten, wie sich diese Mischung verhält, ob die Anteile so einigermaßen passen. Oder ob das jetzt oben sehr schnell austrocknet, sodass ich dann doch mehr Kokosfaser reintun müsste und so weiter. Ja, ich werde das jetzt hier erstmal stehen lassen, weil ich wirklich erstmal ausprobieren möchte, ob das Substrat so die Feuchtigkeit gut nach oben gibt. Ich möchte den pH-Wert messen, ob das mit der Pinienrinde so ausreichend ist. Und dafür werde ich dem Moorbeet einfach ein paar Tage Zeit lassen und werde mich dann jetzt erstmal um die Trockenmauer hier kümmern. Ich hoffe, es hat euch gefallen und trägt euch auch zum Torfsparen an. Macht's gut. Ciao, ciao.